Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich unterstütze als Business Coach, Trainerin und Mentorin dabei, Frauen für sich in Führung zu gehen und in die erste Reihe zu treten. Von daher an dieser Stelle eine herzliche Einladung in mein neues Erfolgsnetzwerk Erste Reihe, eine kostenlose Webinarreihe exklusiv für Frauen mit Start am 22. Januar 2018. Infos und Anmeldelink dazu in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge21. Die heutige Folge ist die letzte Folge im Jahr 2017. Und ich wage in dieser Folge einen Rückblick auf 2017 und einen Ausblick auf 2018. Und die Folge steht sozusagen unter dem Motto: Lerne, dass alles, was du bist und alles, was du sein wirst, nur in dir selbst liegt. Oder anders gesagt, suche den Erfolg und das Glück in dir und dir wird alles gelingen. Diese Folge ist gleichzeitig mein Beitrag zur Blogparade von Marit Ahlke unter dem Slogan Was war, was bleibt, was kommt 2017/2018. Zu diesem Thema haben noch viel, viel mehr Kollegen und Kolleginnen Blogbeiträge veröffentlicht oder Podcasts gemacht. Den Link zur Blogparade findest du ebenfalls in den Shownotes. Schau einfach mal rein. An dieser Stelle an dich nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass du mich in den letzten Wochen und Monaten hier mit dem Kommunikationstango begleitet hast. Das finde ich großartig und das hat mich enorm motiviert und motiviert mich natürlich auch 2018 weiterzumachen oder das Ganze fortzusetzen. Sei gespannt, was alles noch kommen wird. Im Januar gibt es dann auch die ersten Interviews. Ich war beispielsweise jetzt schon diesen Monat in Hamburg unterwegs und habe mein erstes Interview aufgenommen. Es wird also eine ganze Menge 2018 mit und im Kommunikationstango passieren. Schön, dass du also heute wieder mit dabei bist und mit mir zum letzten Mal in 2017 einen Kommunikationstango wagst. Ich finde es großartig, dass es dich gibt und dass du wieder eingeschaltet hast. Lass dich auch heute von mir nochmal inspirieren und motivieren und dann im neuen Jahr deinen nächsten Schritt zu gehen, etwas Neues auszuprobieren und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Das ist mein Motto, mein Erfolgssatz und der gilt auch für 2018. Von daher bis gleich beim Rückblick und beim Ausblick. Ich freue mich auf dich. Willkommen zurück in der 21. Folge vom Kommunikationstango und damit in der letzten Folge im Jahr 2017. Und ich wage heute mit dir einen Rückblick auf sozusagen die wichtigsten Lernerfolge, die ich in diesem Jahr machen durfte, wie ich meine persönlichen Grenzen überwunden habe, wie ich aus der Komfortzone rausgegangen bin, denn das ist so mein Satz, den ich für das Jahr 2017 schreiben kann, nämlich ich bin meine eigene Grenze und ich alleine erhebe mich darüber. Oder anders gesagt, jeder legt für sich selbst fest, bis wohin er es in seinem Leben bringen wird und wo die eigenen Grenzen sind. Auch ich habe eine Weile gebraucht, diesen Erfolgssatz zu verstehen. Von daher werde ich dir jetzt in einem ersten Teil einen Rückblick auf 2017 geben und in einem kürzeren zweiten Teil dann noch einen Ausblick aus 2018. Und mein Rückblick
zu 2017 sind sozusagen 7 Erfolgstipps, die ich dir mit auf den Weg geben will. Die Zeit um Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja eine besinnliche oder eine Besinnungszeit. Und vielleicht hast du ja auch mal 1, 2, 3 Stunden für dich, um drüber nachzudenken, was du 2017 gelernt hast und was du 2018 anders, neu, besser oder wie auch immer machen willst. Also sozusagen für dich einen Rückblick zu ziehen und für dich einen Ausblick zu machen. Meine Lernerfolge sind gleichzeitig meine Erfolgstipps, denn du sollst ja etwas davon haben, davon profitieren, was ich dieses Jahr für mich verstanden habe. Mein Learning Nummer 1, mein Erfolgstipp Nummer 1 ist: Vertraue dir und deinen Fähigkeiten. Das ist ein Gedanke, den ich schon aus dem Jahr 2016 mitgenommen habe. Ich habe ja in meiner ersten Folge vom Kommunikationstango dir erzählt, dass ich 2016 um die Zeit noch angestellte Rechtsanwältin in NRW war und 2017 jetzt um diese Zeit bin ich freiberufliche tätig und selbstständig als Business Coach, Trainerin und Mentorin. Und zwar unterstütze ich Frauen dabei, die in einem männerdominierten Businessumfeld arbeiten, zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, berufliche und persönliche Weiterentwicklung, Kommunikation und Netzwerken. Und für mich war dieser Schritt von der angestellten Rechtsanwältin zur eigenständigen, zum freiberuflichen Coach ein ganz, ganz deutliches Ausweiten meiner Komfortzone. Das kann ich dir ganz klar sagen. Ich hatte ja früher ein geregeltes Einkommen, ich hatte feste Arbeitszeiten, ich hatte Arbeit auf dem Tisch. Ich musste mich also jetzt nicht selber um Kunden kümmern, sondern ich war in dieser 9-to-5-Schleife, wie es so schön heißt, mit sicher ganz, ganz vielen Dingen, die mir nicht geschmeckt haben, aber auch mit sehr, sehr vielen Vorteilen und mit einer gewissen Bequemlichkeit, so will ich das auch sagen. Und dann war ja bei mir die Situation, dass ich gerne nach Berlin gehen wollte. Mein Arbeitgeber war lange mit in diesen Prozess eingebunden und es sah so aus, dass wir gemeinsam gehen. Und dann kam eben die Entscheidung, dass die Kanzlei nicht nach Berlin geht. Und ich habe mich dann für den eigenen Weg entschieden. Und das war sozusagen das Beste, was ich hätte machen können oder was ich habe machen können. Denn es kommt nicht darauf an, was andere von dir halten, sondern das, was du dir selber zutraust. Und ich bin also raus aus meiner Komfortzone, aus dem Leben und aus dem Alltag und aus dem beruflichen Umfeld, das ich 8 Jahre lang gewöhnt war, in eine neue Stadt, in ein neues Umfeld und auch in eine neue berufliche Zukunft, nämlich in meine eigene. Und ich kann dir wirklich ans Herz legen für den Fall, dass du schon lange mit dir kämpfst, etwas zu ändern und nicht sicher bist, ob du jetzt den Schritt wagen sollst. Es lohnt sich, den Schritt zu machen. Es lohnt sich, dir und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Denn das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist ein Wachsen mit den Aufgaben. Also ich habe früher mich nie mit dem Thema Webseite auseinandergesetzt. Ich habe nie überlegt, wie man technisch einen Podcast realisiert. Ich habe keine Videos gedreht, keine Vorträge zu diesen Themen gehalten. Ich habe zwar juristische Vorträge schon regelmäßig gemacht, aber ich habe nicht über Kommunikation gesprochen vor großem Publikum. Und all das habe ich dieses Jahr gemacht und es ist sich ausgegangen, so sage ich immer so schön, das habe ich von meiner früheren Schauspieltrainerin übernommen, die Österreicherin war. Es geht sich aus und das ist ja das Schöne daran, wenn du einen Schritt machst, dann wird sich was bewegen, dann wird sich was entwickeln, dann geht es weiter, dann geht es los. Was ich auch gelernt habe als Erfolgstipp Nummer 2 ist anzufangen. Also es geht nicht darum, dass es perfekt hoch 3 ist, sondern es geht darum, dass es gut ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass es gut ist, dann kann es auch hinaus in die Welt. Das war auch für mich dieses Jahr so. Ich habe mit dem Podcast angefangen, obwohl er sicher nicht
perfekt war. Ich bin mit der Webseite online gegangen, obwohl die sicher nicht perfekt war. Und auch was ich jetzt so mit dir zu teilen habe oder was ich mit dir in diesem letzten Zeitraum geteilt habe, das ist nicht perfekt, aber es ist meine Mission, es ist ich. Von daher Erfolgstipp Nummer 2, fang an, geh nach draußen, geh deinen Weg, mach deinen ersten Schritt. Das dritte, was ich dir mit auf den Weg geben will, ist, sei flexibel. Also ich habe mich davon verabschiedet, alles zu 100% zu kontrollieren, alles zu 100% durchzuplanen, alles zu 100% zu takten. Das war für mich, das bestätigen mir bestimmt die, die mich jetzt sehr gut kennen, also beispielsweise meine Mama oder meine Geschwister, das war für mich echt ein großer Schritt, nicht mehr sozusagen bis an mein Lebensende alles durchgeplant zu haben, sondern einfach den nächsten Schritt zu sehen und mich dann ins Vertrauen zu begeben und dann einfach darauf zu vertrauen, dass es gut ausgehen wird. Ich bin beispielsweise jetzt in der Vorweihnachtszeit von vielen gefragt worden, wie jetzt mein Jahr 2018 aussehen wird. Ich sagte dann ja dazu noch etwas und kann dann immer nur dazu sagen, frag mich das bitte in einem Jahr nochmal, dann mache ich gerne einen Rückblick. Ich weiß es schlicht nicht. Ich habe nur das Vertrauen in mir, dass es gut ausgeht, wie immer das gut auch aussehen wird. Von daher, fang an, Erfolgstipp Nummer 2, sei flexibel bezüglich der Lösung, bezüglich dessen, was rauskommen soll, bezüglich der einzelnen Schritte. Also ich bin auch im Kopf wäre ich gerne etwas schneller gewesen, aber ich habe mich auf die Situation eingestellt, die am jeweiligen Tag ich vorgefunden habe, und ich habe sozusagen Tag für Tag einen oder mehrere Schritte gemacht. Mein Erfolgstipp Nummer 4 ist, du bestimmst das Tempo oder ich bestimme das Tempo, und das beinhaltet auch gleichzeitig, vergleiche dich nicht mit anderen. Das habe ich auch in diesem Jahr für mich begriffen, dass es nicht darauf ankommt, dass ich genauso schnell bin wie andere, dass ich schneller bin als andere oder dass ich Dinge in der gleichen Intensität mache, sondern dass ich mein Tempo bestimme, dass ich flexibel bin und dass ich sozusagen die Schritte mache, die ich für heute, für jetzt die Zeit für richtig halte. Ein Vergleich bringt weder dich weiter noch den anderen, und sich mit jemandem zu vergleichen, das habe ich auch in dem letzten Jahr, also in diesem Jahr begriffen, ist etwas, was mir persönlich nicht gut tut, weil ich bin ja nicht in derselben Situation zur selben Zeit wie beispielsweise du oder jeder andere, sondern ich bin an meinem Punkt und von da aus gehe ich los, und deswegen bestimme ich das Tempo, und das funktioniert, wenn ich im Vertrauen bin, dass es sich gut ausgeht, dass es sich lohnen wird und dass sozusagen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige passieren wird. Mein Erfolgstipp Nummer 5 ist, weniger ist mehr. Was bedeutet auch gleichzeitig, lasse all das los, was sozusagen zu viel ist. Und das ist auch etwas, was ich erst im Laufe des zweiten Halbjahres gelernt habe, nämlich zum einen für mich nochmal genau zu hinterfragen, wen ich mit diesem Podcast unterstützen will, wen ich allgemein unterstützen will. Und wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, wirst du auch sehen, dass sich da der Fokus reduziert hat. Am Anfang habe ich also jedermann, jede Frau ansprechen wollen, und mittlerweile richtet sich der Kommunikationstango vorrangig an Frauen, und zwar an Frauen, die für sich sich auf den Weg machen, die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle setzen, die in einem männerdominierten Umfeld arbeiten und die in diesem Business-Umfeld weiterentwickeln wollen. Natürlich, ohne Kommunikation geht es ja nicht. Deswegen habe ich in diesem Kommunikationstango
ganz, ganz viel über Kommunikation geredet und werde auch noch ganz viel über Kommunikation reden. Aber es ist schon deutlich reduzierter von dem, was ich mache, als noch am Anfang, obwohl ich keine der Folgen vom Anfang löschen werde, weil das ist einfach sozusagen der Weg gewesen. Und die Tools sind ja großartig und mein Handwerkszeug. Von daher, weniger ist mehr. Das ist auch ganz wichtig, wenn du in die Aktion gehen willst, also wenn du anfängst. Denn wenn du alles zu 100% machen willst, wenn du jetzt auf den Perfektionismus setzt, wirst du nie losgehen. Mein Erfolgstipp Nummer 6 ist, suche dir Unterstützer und suche dir ein unterstützendes Umfeld. Das ist besonders wichtig, wenn du dich aus deiner vertrauten Komfortzone heraus auf den Weg machst, wenn du in andere Richtungen gehst, als du bislang unterwegs bist, beispielsweise den Wohnort wechselst, von der Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit gehst, von der Angestellten-Tätigkeit in eine Führungsposition oder wie auch immer. Also wenn du sozusagen da deutlich dich bewegst, deutlich einfach eine große Veränderung durchmachst. Da ist es wichtig, dass du ein Umfeld hast, was dir wohlwollend ist, was wertschätzend mit dir umgeht, was dich nicht ständig hinterfragt. Da kann es also durchaus sein, dass du dich von den einen oder anderen mal eine Weile zurückziehen musst und gleichzeitig suche dir Unterstützer. Also suche dir Menschen, die deine Vision teilen, Menschen, die dich ganz praktisch im Alltag unterstützen. Also ich habe da beispielsweise vor Augen meinen Webdesigner, den Manuel, der mich in den letzten Jahren sehr, sehr großartig unterstützt hat, aber eben auch ganz, ganz viele Netzwerkkontakte, die mir geholfen haben, die mich weiterempfohlen haben, die mir Tipps gegeben haben und, und. Natürlich auch jeder Einzelne aus meinem privaten Umfeld und du, die oder der du den Podcast hörst. Das ist ganz wichtig, weil lieber gemeinsam statt einsam zum einen und zum anderen gibt es immer Situationen, wo du mit dir haderst, wo du mit dir kämpfst, wo du in Schwierigkeiten bist. Und da ist es ganz wichtig, dass du ein Netzwerk hast, dass du Menschen hast, die sagen, wir glauben an dich, wir finden es gut, das, was du machst. Es gibt Situationen im Leben, wo man das kurz vergisst. Der letzte Punkt, mit dem ich das Ganze gerne abrunden will, also mein Erfolgstipp Nummer 7, ist Tanze und Danke. Also feiere deine Erfolge, das meine ich mit Tanzen. Freu dich, wenn du etwas hingekriegt hast, wenn etwas funktioniert hat. Leg den Fokus darauf, auf die Dinge, die funktionieren. Das ist ja mittlerweile ein Mantra von mir. Und geh raus, freu dich, feiere deine Erfolge, lass andere daran teilhaben und tanze. Also das bedeutet für mich auch Tango. Und das andere ist, was für mich das Tanzen auch beinhaltet, einfach mal rauszugehen aus der Situation, sich daran erfreuen, was man alles schon hingekriegt hat, den Kopf loslassen und einfach dankbar zu sein. Und das ist für mich Tanzen, das sind für mich Erfolge, das ist für mich Feiern und das finde ich da sozusagen die Assoziation zum Tango so schön, weil danach bin ich auch immer ganz dankbar. Und das ist für mich auch so eine Form von glücklich sein. Glücklich sein ist nicht das, was wir wollen, sondern das, wie wir sind. Das war jetzt mein Rückblick zu 2017. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Vertraue dir und deinen Fähigkeiten und fang an. Also geh den Schritt raus aus deiner Komfortzone. Du wirst feststellen, das Leben ist so viel großartiger draußen. Das ist das eine und das andere ist, der Schritt aus der Komfortzone heraus ist eine never-ending story. Also wenn man die so ein Stückchen erweitert hat, dann bildet sich eine neue Grenze, sodass du dir sicher sein kannst, dass also da für mich auch noch nicht das Ende an der Fahnenstange erreicht ist, sondern es ist jeden Tag, jeden Monat wieder neu die Komfortzone zu verlassen. Sei flexibel, vor allen Dingen
mach dich frei von deinen Vorstellungen, wie etwas sein soll, wie etwas ausgehen soll, was das Ergebnis ist. Lass dich auch hier einfach mal überraschen und du wirst überrascht sein. Das ist ja immer das Erstaunliche, wie die Dinge zueinander kommen, wie es aufeinander passt, wie es ausgeht, ohne dass du das jetzt ganz genau bis ins kleinste Detail planen musst. Dann du bestimmst das Tempo. Das will ich an dieser Stelle nochmal deutlich betonen und vergleiche dich hier nicht mit anderen. Weniger ist mehr und lasse los von allem, was du aktuell nicht brauchst. Auf diese Weise bekommst du deine Hände frei für Neues. Suche dir Unterstützer oder ein unterstützendes Umfeld und am Ende feiere deine Erfolge, sei dankbar und tanze. Als Aktionstipp für diese Folge ein Dauerbrenner. Ich empfehle dir nämlich, ein Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebuch zu führen und du wirst sehen an diesem Tagebuch, was du alles schon geschafft hast, wie weit du schon gekommen bist und kannst dann tanzen. Was wird es jetzt 2018 geben? Also der Ausblick 2018, ganz klar, den Kommunikationstango werde ich fortsetzen. Ab Januar dann auch regelmäßig mit Interviews. Das erste Interview habe ich bereits aufgenommen und das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, so im Monat 2 eigene Podcast-Folgen und 2-mal mir Gäste einzuladen, weil ich nicht alle Themenbereiche abdecke, weil es Menschen gibt, die in ihren Spezialisierungen so top unterwegs sind, dass ich diese gerne mit dir teilen will. Mir sind in den letzten Wochen und Monaten, ich habe jetzt sehr intensiv hier in Berlin genetzwerkt, so viele interessante Menschen begegnet, dass ich, wenn es danach geht, fast täglich eine Podcast-Folge machen könnte. Das ist einfach, ich habe den Fokus verändert und jetzt begegnen mir die interessanten Leute, die dir demnächst Tools und Tipps und Inspirationen an die Hand geben, nämlich wie du für dich rausfindest, was du willst, natürlich auch wie du sagst, was du willst und wie du bekommst, was du willst. Also Podcast-Kommunikationstango wird weitergehen. Ich hoffe auch, dass ich es hinkriege, dass ich dich weiterhin wöchentlich mit Tools, Tipps und Inspirationen versorgen kann. Ganz neu ist ab Januar, nämlich ab dem 22. Januar 2018, das Erfolgsnetzwerk Erste Reihe. Link und Info dazu in den Shownotes. Anmeldung ist bereits möglich. Das Erfolgsnetzwerk Erste Reihe ist eine exklusive Webinarreihe für Frauen, ist kostenlos. Ich beginne jetzt im Januar online und demnächst sind auch Offline-Netzwerkabende geplant. Vielleicht so ab Mai hier live in Berlin, dann einmal im Monat, einfach um ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe dir ja erzählt, wie wichtig es ist, ein unterstützendes Umfeld zu haben. Meistens hat man nicht in unmittelbarer Nähe die Menschen, die mit einem in die gleiche oder ähnliche Richtung schauen und diese Frauen zusammenzukriegen, das sehe ich als meine Aufgabe an und du kannst sicher sein, du wirst ganz, ganz viel von diesem Netzwerk profitieren. Sei dabei, ist völlig kostenlos, komm mit und vernetze dich. Du willst mit mir arbeiten? Das wird ab 2018 auch möglich sein. Dann gibt es Einzelcoachings mit mir. Ich plane einen Gruppen-Online-Kurs oder eine Gruppen-Mastermind. Dazu wird es Infos geben, vielleicht so ab März, April 2018. Und was ich 2018 auch schon in Planung habe, sind Live-Events, also Workshops, Vorträge und Seminare. Da bin ich gerade dabei, die ersten Termine abzustimmen und die wird es auf jeden Fall hier in Berlin geben, aber eben auch in NRW. Mit den Vorträgen hier in Berlin fange ich bereits im Februar an. Das erste Seminar oder der erste Workshop ist aktuell für den Juni im Raum NRW geplant. Wenn du mehr und regelmäßige Infos von mir haben willst, dann komm in meinen Newsletter. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.
Du hörst also, ich habe ganz, ganz viel vor. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich bin mir sicher, du wirst ganz, ganz viel von mir mitnehmen können und in allen Bereichen davon profitieren. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du 2018 auch wieder mit von der Partie bist. Wenn du das Gefühl hast, hier fehlt noch was oder du hast noch einen Tipp, ganz speziell für mich, dann schreib mir eine E-Mail an info@anja-schäfer.eu und dann greife ich sehr, sehr gern deinen Vorschlag auf. Wenn dir der Kommunikationstango gefällt, dann empfehle ihn sehr, sehr gern weiter. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn bei iTunes, bei Android oder auch bei Stitcher. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Wir haben jedenfalls ein spannendes Jahr 2018 vor uns. Jetzt an der Stelle wünsche ich dir erstmal eine tolle Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge, die in der ersten Januarwoche erscheinen wird. Und ich wünsche dir ein neugieriges Jahr 2018, auf das es sich ausgeht für uns beide. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir einige Impulse geben können, die dir Lust machen, auch für dich mal zu überlegen, was waren meine Lernerfolge 2017 und was habe ich mir für 2018 vorgenommen. Lass mich gerne in einem Kommentar wissen, wie das für dich ausschaut, was du sozusagen vorhast. Schreib das gerne in den Kommentar zu dieser Podcast-Folge unter www.anja-schäfer.eu/Folge21 oder eben auch gerne in den entsprechenden Facebook-Beitrag. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich drauf, dich beim nächsten Mal wieder zu treffen. Also bis zum Wiederhören und sei dir bewusst, vergiss nicht, es ist ganz wichtig, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?